Maiko Fan, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück. In der letzten Folge haben wir gesehen, Sir Paven konnte seine Rache nur zum Teil vollstrecken. Die Challenge war ja gewesen, dass wir 40 Magier aus ihren Roben klatschen und diese bei ihm zu Hause über den Kamin an die Wand nageln. Ich habe leider nur 21 gezählt. Ich bin jedoch der Meinung, dass Sir Paven seine Rache trotzdem vollzogen hat, weil wir haben alles weggestoßen, was uns über den Weg lief. Und zum Ende hat ein Wag gewagt, es uns an den Waden zu nagen. Und damit konnten wir nun absolut nicht rechnen. Somit ist die Rache komplett und wir schauen, was wir hier... Was ist das denn? Lady Zuni, The Paladin. Oh, ist ein bisschen langgezogen, oder? Lady Fay und Sir Toran. Paladin. PAD, Peripheral... No Foot Pulse. Das klingt jetzt, als ob sie keine Nahrung zu sich nehmen könnte. Sir Toran, the Nay Farsighted. Attack Nox Enemy weiter weg. Das ist auch nicht schlecht. Und Lady Fae, the Barbarian Queen. Oh, das wird jetzt schwer. Ich würde am liebsten Paladin nehmen, aber sie sieht so langgezogen aus und kann wahrscheinlich keine Nahrung zu sich nehmen. Deswegen sieht sie wahrscheinlich auch so langgezogen aus. Ich hätte jetzt lieber gerne ein Paladin genommen. Aber entweder Lady Fay oder Lady Zuni nehmen wir. Ich weiß bloß noch nicht, wem. Das ist echt die Frage jetzt. Scheiße. Paladin wäre gut. Nur wenn wir keine Nahrung zu uns nehmen können, haben wir da auch nichts von. You conduct electricity really well. Das ist geil. Stimmt, das sehe ich ja jetzt erst. Lady Fay, the Barbarian Queen, nehmen wir. So sehen wir auch einen neuen Zauber, Blade Wall. Und die Plattformen sind draußen. So, wie sie eigentlich auch sein sollen. Okay. Okay, so, Moment. Lady Fay, okay. So, schauen wir erst einmal, was wir hier an neue Sachen schön gelutscht haben. Na gut, eigentlich gar nicht so viel. Wir haben hier höchstens die Sage Limbs bekommen. Goldbonus, muss die alleine bringen uns halt noch nichts. Die bringen uns absolut gar nichts. Ich würde sagen, wir bleiben bei der Silberausrüstung und werden hier was an den Runen ändern. Hier haben wir nämlich ein bisschen was bekommen. Damage returned to enemy. Okay. Der Schaden geht zu den Gegnern zurück. Das ist sehr nice. Was haben wir noch Neues? Da war doch noch irgendwas. Hier, Vampire Runes. Kill enemies to regain health. Nehmen wir auf jeden Fall. Somit haben wir einen kleinen Lutsch-Effekt noch mit bei. Dann werden wir auf jeden Fall das hier rausnehmen. Stärkere Gegner. Weil wir haben einfach, weiß nicht, wir haben... Ja, dann nehmen wir lieber das Mana-Lutschen mit rein. Weil wir haben noch schon echt Probleme, was den Schaden mit den Gegnern angeht. Zumindest jetzt hier noch am Anfang. Ja, und das würde ich sagen, lassen wir dann erstmal so. Wir könnten hier die Sprintrunde, wir könnten dann zweimal dashen. Nehmen wir die einfach mal mit rein. Wir haben nichts Besseres. Wir nehmen die einfach mal mit rein. Jawohl, nice. Wop, 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 wop. Geil, gefällt mir. Lady Fay bringt Stimmung. So, jetzt geben wir die restlichen 3000 hier noch irgendwie aus, würde ich sagen. Kritischer Schaden, ich weiß gar nicht, ob das jetzt dann auch für den Paladin gilt, wenn wir das hochbringen. Kritischer Schaden, gehen wir mal erstmal von ab. Wir werden erstmal auf 36 Schaden hochpushen. Ja, wir werden mal Sharons... Ja, was? Toll. Das ist der Zoll, oder? Irgendwas, was wir da bezahlen müssen. Gewicht brauchen wir noch nicht. Upgrade Mage werden wir jetzt einfach mal machen. Dann haben wir das später. Transform your Misli Mage to Archmages. Master all of the Arcane Arts and charge whatever spells you have on the fly. Alles klar, damit können wir unsere Zaubern wechseln. Wir haben dann, glaube ich, 3 Stück. Wenn ich mich nicht ganz irre. Was ist das? Unlock Miner? Komm, das unlocken wir mal.
Ich habe keine Ahnung, was das ist. Trained more in the art of making money than killing enemies. Miners are best used for scouring the castle for treasures chest and avoiding confrontations. Konfrontation aus dem Weg gehen und Schätze suchen? Das klingt ja interessant. Das war jetzt gar, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Was ist das? Gold gain up, improve your looting skills and get more bang for your buck. Mehr Bang klingt immer gut. Nice. Hey, das geht ja richtig ab hier. Lady Fay wird die Sache regeln. Jawohl. So, letzte Folge war ja auch voller Wut gewesen. Wir werden jetzt echt mal ein bisschen gechillter rangehen. Denn so langsam möchte ich auch mal vorankommen. Ich möchte auch mal den ersten Boss sehen. Und das wäre doch relativ hilfreich, wenn wir das mal hinbekommen, oder Leute? Geil, die Plattformen sind einfach offen. Wisst ihr, wie hilfreich das einfach mal ist? Okay. Nehmt mir nicht krumm, wenn ich in dieser Folge mal ein bisschen weniger reden sollte. Ich will mich hier echt hoch konzentrieren. So richtig schön gechillt an die Sache rangehen. Wow, beinahe, mein Freund. Ganz ruhig, Mann. Wir sind ganz ruhig, Mann. Denn wir wissen, in der Ruhe liegt die Kraft, Mann. Jetzt fange ich schon wieder an mit dem Mann. So, er steht relativ ungünstig. Wow, hat er uns in der Luft noch gehittet, dieses Schwein? Habt ihr das gesehen? Ich frage mich echt, was soll denn das? Hä? Was war da? Ich dachte, ich ihm, wir haben die Truhe ja, ihr wisst schon, gehauen, geschlagen, getreten. Okay, Geld. Geld ist schon mal sehr schön. Was jetzt natürlich noch geiler ist, wir haben MP und HP entsorbt. Wir können also alles absorbieren bzw. rauslutschen, ohne hier irgendwelche Blutrüstungen anzugehen. Wir werden später mal, wenn wir das Blutset komplett haben, den Spaß mache ich mir, alles auf Blut setzen, dann machen wir so einen richtigen Dracula erschaffen. So, aber erstmal müssen wir sehen, dass wir hier halbwegs lebend durchkommen. Kuckuck. Das mit die Plattform ist schon so hilfreich. Wenn wir jetzt irgendeine Challenge haben, wo wir über diese... Ihr wisst ja, wenn da überall Spikes sind und wenn diese ganzen Plattformen... da durchzukommen, ist natürlich dann immer so eine Sache. Okay, das haben wir schon mal geschafft. Versuchen wir es. Fuck! Okay. Okay. Das war jetzt etwas sehr... Au! Jetzt werde ich schon wieder unkonzentriert, ja? Du dreckige Scheißauge. Oh, schade. Aber okay, was soll's. Etwas falsch abgepasst. Wir hätten eigentlich auch sprinten können. Naja, gut. Die eine Feentruhe können wir noch verschmerzen, oder Lady Fay? Ja klar! Ja klar! Ha! Oh, fuck. Das ist ein etwas größerer Boss. Wir versuchen es. Wir haben genug HP. Und können, glaube ich, relativ gut ausweichen. So, das war's schon mal mit Nummer 1. Ah, siehst du, wie dein Freund da im Dreck liegt, ha? Da hast du wow, auch Lust drauf, was? Oh, das ist gar nicht mal so einfach. Ah, komm, das Ding haben wir geschafft. Na, komm schon. Was haben wir hier? Blatthelm, geil! Wir haben gerade noch davon geredet, von der kompletten Blutrüstung. Jetzt haben wir die Blutrüstung. Da können wir richtig schön ja, zur Blutabnahme bitten, sage ich mal. Okay, Lady Fay. Weiter geht's. Was haben wir hier oben? Ist das euer Witz?
Das ja einfach. Wie viel Schaden macht er? 45? Das war jetzt ein, ja, ein glücklicher Zufall. Aber diese Zombies, diese großen, sind wirklich verdammt hart eigentlich, weil die sind sowas von schneller als ihre gewöhnlichen Untertanen. Als diese Waschlappen dort. Aber naja, weiter geht's. Ah, Geld. Geld nehmen wir natürlich immer gerne mit. Na. Ja, ich wollte schon sagen. So hätten wir es ausmachen können. Ausfallen. Scheißbild. Weg mit euch. Aber ihr merkt schon, dieses Lutschen nebenbei macht sich bemerkbar. Ihr macht sich alles bemerkbar. Und wir haben einen riesigen HP-Pool, den wir einsetzen können, um hier nicht so schnell down zu gehen. Da ist der Schaden relativ egal in dem Moment. Und ich habe ein ganz gutes Gefühl bei dem Charakter. Und da wir hier jetzt alles ein bisschen gechillter angehen, wird das, denke ich mal, auch hinhauen. Ich überlege halt die ganze Zeit, ob wir, nachdem wir das Schloss hier, Castle Hampson, fertig haben, dass wir gleich zum Boss gehen. Das wäre zumindest eine Idee. Ja, vergesst es. Vergesst es. So, wir werden auch gleich mal unsere Blade Wall rausholen, um zu testen, was die für ein Damage macht. Blade Wall! Oh. Die war ein bisschen zu weit hinten. Wow, nice. Geil. Da können wir uns richtig verbarrikadieren mit. Das ist ja nice. Wenn Gegner hier irgendwie eine, keine Ahnung, eine supermäßige Nassfrisur haben wollen, brauchen sie einfach nur ihr Gesicht daran zu reiben. Und dann passiert das, denke ich, ganz gut von alleine, oder? 57 Damage. Habt ihr gesehen, dieses Mistvieh? Okay. Also ich glaube, mit einem Shinobi oder einem Knave werden wir jetzt schon wieder fast down. Was ist das für ein Blödsinn? Okay, wegen 2 Goldstücken. Naja. Kleingeld macht auch Mist. Nur damit ihr es wisst. So, gehen wir mal lieber von oben nach unten ein bisschen ab. Take no damage. Das sieht jetzt gar nicht so schwer aus. Ja, ich sag, das sieht doch gar nicht so schwer aus. Und renn da genau rein. Ach, Lady Fay. Die nehmen wir mal mit hier. Das sieht ja gar nicht so schwer aus. Ein bisschen verschätzt. Oh, das ist der Stürmer. Oh, oh. Ah, komm schon. Komm schon. Ja, die Blade Wall hast du nicht gesehen, ne? Du hast nur mich gesehen als kleines, ja, als kleinen Appetithappen, hä? Okay. So, jetzt müssen wir ein bisschen, ich wollte gerade sagen, die Augen ein bisschen mehr auf die HP haben. Sind so ungefähr bei der Hälfte, kann das sein? Ja. So, circa. So, was haben wir unten? Auf jeden Fall irgendein... Ach, die Plattform, so geil. Brauchen wir echt nicht mehr aktivieren. Ist das nicht nice? Ist das nicht nice, Freunde? Okay, hier geht's wohl. Ja. Land of the Darkness. Da waren wir noch gar nicht gewesen. Und da ist, das ist das heftigste Gebiet, was man hier haben kann. Vom Schaden her, vom Aufwand her, von den Belohnungen her natürlich auch das Beste. Okay. Lady Fay. So, da links haben wir noch eins vergessen und dann müssen wir hoch. Da gehen wir erstmal links an. Gehen wir erstmal links an.
So, Lady Faye war ja, ist ja eigentlich ausgebildete Köchin. Sie macht meist aus den Überresten, die wir hinterlassen, dann ein schönes Süppchen. Zombie-Gulasch zum Beispiel ist ihr Hauptfavorit. Momentan ganz großer Renner. Ja. Natürlich serviert in einem bescheidenen Bilderrahmen als Teller. Und diese Kugeln, die rumfliegen, nimmt sie meist als Bonbons. Okay, ist ja hier gar nichts mehr. Können wir ja genauso gut weiter. Ah, das könnte mich aufregen. Zwei Feentruhen haben jetzt echt schon versaut. Ja, Skeletti. Fuck ist es. Wir sollten wirklich öfters mal unsere Blade Wall einsetzen. Okay, die hat nicht lange gehalten. Kommt schon. Mistviecher. Habt ihr das gesehen? Barbaren können auch kritischen Schaden landen. Das hat gar nichts mit Naves zu tun. Gut zu wissen. 2500 Gold haben wir schon. Komm, Lady Faye. Du bist die Brecherin der Gesetze. Falsche Richtung. Falsche Richtung. Du dreckiger Miststern. Oh, das ist ja wirklich ein Riesenraum hier. So. Unschädlich machen. Das ist unser Ziel. Wir machen alles unschädlich. So, ist hier noch irgendwas? Nö. So, was haben wir hier oben? Magier und Augen. Ah, gut. Okay. Und den habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Na? Willst du das wirklich versuchen, hä? Was denn, war's das schon? Vergiss es, Knochis. Knochenjockels haben keine Chance. Du verpiss dich und du hör auf, hier rumzuschmeißen. Komm schon, Magier. Ja. Okay, diese Blade Walls müssen wir natürlich gezielter einsetzen. Das müssen wir auch noch lernen. Aber ich denke, das ist reine Übungssache, den Abstand zu wissen. Das ist Macht. Wieso mache ich das? Ich komme immer aus Versehen auf die Taste hier. So, was haben wir hier oben? Aha, okay. So, das Essen nehmen wir mit. Anna auch. Hier geht's in den Tower. Hier geht's auch in den Tower. Nice. Okay, dann haben wir bis auf einen Raum Castle Hampson abgeschlossen. Mal schauen, was wir da noch haben. Ja, hier lebt noch was? Was soll denn das? Hier war echt noch irgendwas. Okay. Ich dachte, wir haben ja alles pulverisiert. Pulverisiert. Okay. Die da oben können uns nichts. Wir müssen nur auf die Augen aufpassen. Ah. Ihr denkt wohl echt, wir sehen euch nicht, oder? Ihr seid nicht das Einzige, was Augen hat. Ha, nichts da. Ha, 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 ha. Schön. Gefällt mir. Ach, da ist ja noch ein Raum. Was für ein Traum. Noch ein Raum. Ne, Lady Faye macht sich gut. Ich glaube, wir brauchen auch diesen HP-Push. So, das kennen wir doch irgendwo her. Hä, wieso wollte ich da jetzt durchlaufen? Bin ich jetzt total behämmert? Ich dachte wohl, ich bin ein Zwerg.
So. Ach, hier gibt's noch nicht mal eine Truhe zur Belohnung. Oh, sehr nice. Sehr nice. Ja, was haben wir denn da?